Aus dem Krankenhaus, schwangere Laura Rüpper gibt Update. Laura Maria Rüpper, 26, meldet sich bei ihren Fans. Die Influencerin erwartet derzeit mit Pietro Lombardi, 30, ihr erstes gemeinsames Kind. Im Frühjahr nächsten Jahres soll es soweit sein. Doch gestern kam Laura ins Krankenhaus. Da aufgrund ihrer Gebärmutterhalsverkürzung eine Frühgeburt drohte. 2 Tage soll sie nun zur Beobachtung dort bleiben. Jetzt gab Laura ihren Fans ein kleines Update zu ihrer Gesundheitslage. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich wohlauf. Ich war heute schon um 8 Uhr beim CTG. Ich hatte nochmal Wehen, dann hatte ich nochmal einen Ultraschall, erklärte sie. Sie müsse sich nun weiterhin ausruhen. Doch ihr Verlobter ist ebenfalls zur Stelle und unterstützt seine Liebste. Paar hat ein paar Spiele mitgenommen. Damit wir ein bisschen für den Tag versorgt sind, witzelte Laura. Am Samstag erklärte Laura schon, warum sie derzeit im Krankenhaus sei. Dadurch, dass ihr Gebärmutterhals zu kurz ist, hatte sie schon Wehen. Je nachdem, wie kurz der Gebärmutterhals ist, steigt natürlich das Risiko für eine Frühgeburt und das wäre bei mir viel zu früh, erklärte sie. Durch Medikamente sei das allerdings in den Griff zu bekommen.